Jetzt mixen wir miteinander den berühmtesten Cocktail der Welt, den echten Martini 3. Wir brauchen dazu Gin, trockenen Wermut, eine Olive und viel, viel Eis. Ein Mixglas, einen Rührlöffel, ein Barsieb und Cocktailgläser. Als erstes geben wir in das Mixglas reichlich Eiswürfel. Dann schwenken wir jedes Cocktailglas mit einem Eiswürfel so lange aus, bis das Glas von außen beschlägt. Wir lassen es dabei in der Hand kreisen, so lange etwa wie die folgende Musik. Das Glas beiseite stellen, in das Mixglas 3 Teile Gin, 1, 2, 3, und einen Teil Wermut gießen. Kräftig umrühren, und zwar ebenfalls so lange wie die folgende Musik. Jetzt haben sich Gin und Wermut völlig miteinander vermischt. Der Geschmack ist voll und mild geworden und der Martini ist eiskalt. Durch ein Barsieb in das vorgekühlte Glas gießen. Wegen der Vitamine eine Olive hineinplumpsen lassen. Prost oder Cheerio sagen. Und immer daran denken, Martini muss eiskalt sein.